So, dann hätte ich gesagt, wir können starten. Zuerst einmal herzlich willkommen. Schön, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal bei den Linux-Tage noch reden darf. Mein Name ist Christoph Uhrmann, ich komme ursprünglich von der Fachhochschule Kärnten und wir haben dort eine kleine Forschungsgruppe aufgebaut, die sich ganz im Großen und Ganzen mit dem Thema 5G und moderner Netzwerktechnik und 5G-Use-Cases und so weiter beschäftigt. Und deswegen haben wir uns eben damals gedacht, ne, es wäre ja cool, wenn wir jetzt nicht in unserem 5G-Netzwerk, das wir aufbauen, wenn wir nicht immer alles selbst aufbauen müssten, sondern wenn wir das Ganze simulieren könnten. Das heißt, wir versuchen da jetzt mit verschiedenen Techniken, unter anderem mit Software-Defined Networking und mit Mininet und die Techniken, die ich mir jetzt später noch vorstellen werde, versuchen wir die Netze zu simulieren und zu schauen, wie die Netze unter bestimmten Bedingungen performen. Gut, ganz kurz, was wir da jetzt machen werden. Ich werde euch zuerst einmal erklären, was Software-Defined Networking überhaupt ist, was POX ist, was Mininet ist, also eben diese drei großen Gebiete, die im Titel drinnen stehen. Dann werde ich kurz zeigen, wie sowas demomäßig einmal aufgebaut wird und dann habe ich eine kleine virtuelle Maschine vorbereitet oder eigentlich nur runtergeladen, da war nicht viel was zum Vorbereiten, mit der ich sagen kann, wie das Ganze da überhaupt funktioniert, also was man da mit Software-Defined Networks und POX und Mininet und so weiter machen kann. Zuerst einmal ganz kurz zur Einführung, was ist Software-Defined Networking überhaupt? Darf ich mal kurz ins Publikum fragen, wer kennt sich denn überhaupt ansatzweise mit der konventionellen Netzwerktechnik aus? Also Router, Switches, Firewalls, also alle, perfekt, super. Das sind gute Voraussetzungen. Wer hat schon mal was von Software-Defined Networking gehört oder hat damit schon mal was gemacht? Okay, dann darf ich nichts Falsches sagen. Es sind zumindest ein paar Herrinnen, die sich damit auskennen. Okay, ganz kurz zur konventionellen Netzwerktechnik. Ihr kennt das alle, es gibt in einem Netzwerk, egal wie groß das Netzwerk ist, kann winzig sein für ein Personenunternehmen, kann aber riesig sein über die ganze Welt verteilt. Es gibt Router, es gibt Switches, es gibt Firewalls und die müssen natürlich alle separat irgendwie konfiguriert werden. Viele davon haben proprietäre Interfaces, Cisco zum Beispiel, MikroTik, Juniper, wie sie alle heißen. Alle haben proprietäre Interfaces, alle müssen irgendwie konfiguriert werden und man muss eben hoffen, dass die irgendwie miteinander arbeiten können. Ja, ist nicht immer das Leichteste, was man machen kann, weil man eben erstens einmal proprietäre Interfaces, zweitens muss man sich auf jedes individuell anmelden und eben versuchen, dass die entsprechend konfiguriert werden. Deswegen sind ein paar schlaue Menschen, jetzt nicht in letzter Zeit, sondern schon viel, viel länger, auf die Idee gekommen, man könnte ja zentral das Ganze konfigurieren und dann die Konfigurationen rauspushen zu den einzelnen Netzwerkgeräten. Ist eine nette Idee, nur das Problem ist wieder mal, es war alles proprietär. Wenn man sich zum Beispiel die von Ubiquiti die Unify-Geräte ansieht, proprietäres Interface, proprietäre Schnittstellen dazwischen, ist jetzt nicht unbedingt das, was wir da in der Runde haben möchten. Das gleiche gilt für Cisco Meraki und so weiter, alles mehr oder weniger proprietär. Jetzt sind ein paar nette Open-Source-Entwickler dahergekommen und haben gesagt, naja, warum machen wir nicht standardisierte Interfaces dazwischen? Zum Beispiel OpenFlow. OpenFlow ist ein Protokoll, das eben verwendet wird, um von einem Controller, das heißt, wo man das Ganze managen kann, die Geräte managen kann, also wo man ihnen Konfigurationsbefehle hinschicken kann. Und um das Ganze nicht wieder zu einem proprietären System werden zu lassen, hat man sich überlegt, man gibt da jetzt bestimmte APIs rein. Das heißt, wenn man sich da jetzt auf der Folie sich das Ganze ansieht, dann gibt es da diese sogenannten Northbound APIs, die man da herum sieht, und die Southbound APIs, die dann mit den Geräten reden. Vielleicht nur kurz ein Wort zu den Geräten. Man sieht da im Vergleich von konventionellen Netzwerk und Software-Defined Netzwerk, dass oben relativ spezifische Geräte sind bei den konventionellen Netzwerken. Das heißt, man hat Switches, eh klar, aber man hat auch Router, die eigentlich ein komplett eigenes Gerät sind. Die sind jetzt nicht irgendwie interchangeable. Man hat auch Firewalls, die auch komplett eigene Geräte sind. Bei Software-Defined Networks unterhalb sieht man, das sind eigentlich alles Switches. Das heißt, das sind alles off-the-shelf-Switches, die irgendwo platziert werden und die nur mit sogenannten Flow-Table-Entries ausgestattet werden müssen, damit sie eben das tun, was man von ihnen verlangt. Und das macht eben erstens einmal die Administration um einiges einfacher. Das heißt, wenn dieses eine Gerät, egal welches das ist, also egal welcher Switch das ist, wenn das eine Gerät kaputt wird, rausnehmen, das nächste reintun, die Konfiguration wird automatisch draufgespült und man muss sich eigentlich um nichts kümmern. Was da jetzt noch recht nett ist, ist, dass man ein zentrales Management hat, wie ich früher schon gesagt habe. Das heißt, man betreut ein großes Campus-Netzwerk und jetzt passiert irgendwas. Irgendein
Einbrecher kommt rein, irgendein eifersüchtiger Ehepartner kommt rein oder es bricht ein Feuer irgendwo aus. Was muss der Netzwerkadministrator dann machen oder was wird dann von einem Netzwerk verlangt? Das heißt, man versucht dann zum Beispiel, so viel wie möglich Ressourcen zur Videosurveillance, also zu den Videokameras zu bringen. Oder wenn der Katastrophenfall vorbei ist, dann versucht man so viel wie möglich Ressourcen zu den Voice-over-IP-Geräten zu bringen. Und das Ganze wird eben mit der konventionellen Netzwerktechnik etwas schwierig. Das heißt, bei der konventionellen Netzwerktechnik muss man dann wirklich alle Geräte einzeln konfigurieren. Bei Software-Defined Networks gibt es eben, so wie ich gerade gesagt habe, diese Northbound-API, die man da herum sieht. Und da gibt es dann eben Netzwerkapplikationen, das können beliebige Applikationen sein, die einfach diese API da verwenden und dann sagen und dann das Netzwerk so steuern. Das heißt, die geben eigentlich, also die, diese Applikationen werden getriggert, es gibt jetzt einen Katastrophenfall und dann schicken sie über diese Northbound-API dem Controller, das ist diese Schicht da herunten, den Befehl, bitte konfiguriere das Netzwerk so und so um. Und der Controller konfiguriert dann über diese Southbound-API, die man da unten sieht, die einzelnen Geräte. Und wie gesagt, die einzelnen Geräte sind ganz normale, triviale, ich sage immer unter Anführungszeichen, dumme Switches. Das heißt, die können nichts außer eben vorwarten nach entsprechenden Regeln. Gut, das ist jetzt noch einmal eine andere Darstellung von dem, was ich früher gesagt habe. Man sieht da jetzt dann eben auch das Northbound-Interface, also diese Applikationen, die den Controller triggern. Und dann gibt es da eben die Southbound-Interfaces, das sind diese da, die, worüber der Controller den SDN-Devices, also den Switcher, sagt, wie sie Pakete oder ja, wie sie Frames oder Pakete vorwarten sollen. Aber wie passiert das jetzt? Das heißt, wie weiß dieser Switch, dieses eigentlich dumme Gerät, wie er nach welchen Kriterien diese Pakete vorwarten soll? Und da gibt es eben im OpenFlow-Standard, ist das eben spezifiziert, dass es sogenannte Flow-Tables gibt. Und der Flow-Table oder ein Eintrag in einer Flow-Table besteht immer aus drei Teilen. Das ist in erster Linie einmal die Regel an sich. In der Regel steht, wenn da jetzt ein Paket reinkommt, das hat zum Beispiel diese Source-IP-Adresse oder diese Destination-IP-Adresse oder Source-MAC-Adresse und Destination-MAC-Adresse oder am Port einen gewissen Service-Type und so weiter, wenn eines oder mehrere von diesen Parametern matcht, dann wird eben diese Regel angewendet. Und in der Regel steht dann da drinnen die Action, was mit diesem Paket getan werden soll. Das heißt, das Paket kommt rein, das wird noch irgendwas gematcht und dann steht da Action drinnen. Und die Action ist üblicherweise so etwas wie, schicke dieses Paket auf diesen Port raus oder droppe dieses Paket. Oder flatte dieses Paket, das kann ja auch sein. Man kann jetzt dann zum Beispiel einen SDN-Switch so konfigurieren, dass einfach jedes Paket, was reinkommt, flattet auf alle Pakete. Und wie die Netzwerktechniker unter euch wissen, ist das dann ein Verhalten von einem ganz normalen Hub. Das heißt, das Paket kommt rein, wird auf alle anderen Ports ausgeflattet, ist eine ganz normale Hub-Funktion. Und genau sowas kann dann eben mit diesen Actions entsprechend repliziert werden. Und es gibt da zum Schluss noch einen Stats-Punkt, also Statistiken, wie oft diese Regel angewandt wurde und so weiter. Also da stehen verschiedene Statistiken dahinter und auch ein Timeout für diese Regel. Das heißt, wenn diese eine Regel für angenommen 5 Minuten lang nicht verwendet wird, dann wird die Regel verworfen. So, aber was ist jetzt denn das Spezielle an diesem System, an diesem Konzept? Wie ich früher gesagt habe, der Switch an sich ist eigentlich dumm, der weiß gar nichts. Nur der Controller befüllt ihn mit irgendeinen Regeln. Wenn aber der Controller jetzt vorher keine Regel vorgibt, dann muss der Switch hergehen und sagen, lieber Controller, ihr habt ein Paket reinbekommen, das ist dieses Paket, er forwardet das Paket zum Controller, der Controller schaut sich das Paket an und entscheidet dann. Das heißt, die ganze Logik vom gesamten Netzwerk ist in diesem Controller vereint. Viele werden sich jetzt dann denken, gut, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, weil natürlich führt das zu Latenzen, führt das zu höherer Bearbeitungszeit und so weiter. Stimmt in erster Linie, aber nur fürs erste Paket. Und außerdem kann man es ja anders auch machen. Man kann dem Controller vorher schon sagen, wenn sich dieser Switch anmeldet, dann schick ihm diese Regeln raus. Man kann da jetzt so eine Art Hierarchie aufbauen. Der Switch hat Grundregeln, die er beachtet. Und wenn aber ein Paket reinkommt, das nicht von diesen Grundregeln abgedeckt wird, dann schickt er das Paket an den Controller weiter und der Controller entscheidet dann. Und das ist eben das Nette an diesem Software-Defined Networking-Konzept. So, jetzt habe ich euch ein bisschen mit Theorie zugeflattet.
Ich stelle euch jetzt noch kurz die zwei Technologien vor, die wir da jetzt für die Demo dann verwenden werden. Die Demo wird einen Großteil von der Präsentation wahrscheinlich ausmachen. Die zwei Technologien oder die zwei Programme sind, das erste ist POX. POX ist ein sogenannter Software-Defined Networking Controller. Das heißt genau das, was wir da früher gesehen haben, auf der letzten Folie. Sieht man vielleicht da auf der Folie besser. Dieser Controller, das ist eigentlich diese POX-Software. So. Und ja, wie gesagt, POX ist ein Software-Defined Networking Controller, ist eigentlich inspiriert vom NOX, das ist ein anderer Controller, der in C und C++ geschrieben worden ist. POX wurde in Python geschrieben und ist unter der Apache-Lizenz lizenziert. Der war eigentlich ursprünglich, wie gesagt, nur als Software-Defined, als OpenFlow-Controller designed. Mittlerweile kann er aber auch Funktionen übernehmen, die zum Beispiel ein normaler Switch übernehmen kann. Das heißt, man kann mit dieser POX-Software, wenn man zum Beispiel einen Computer hat, der hat 10 Netzwerkinterfaces oder WLAN-Interfaces oder was auch immer, dann kann man auf diesem Computer POX laufen lassen und der Computer ist dann quasi ein Software-Defined Networking Switch. Das machen wir zum Beispiel in unserem Forschungslabor, wo wir eben einen Rechner haben mit 8 Netzwerkinterfaces, lassen darauf POX laufen und können dann eben so über einen Software-Defined Networking Controller diesen Switch steuern und den Switch so konfigurieren, wie wir das gerne hätten. Das ganze Ding, also die ganze Software, die besteht aus vielen Komponenten. Die Komponenten sind zum Beispiel verschiedene Forwarding-Logiken. Ich habe früher schon gesagt, Hub, die Funktion von einem Hub ist, ein Paket kommt rein und das Paket wird dann auf alle Ports, auf alle anderen Ports rausgeflattet. Das wäre zum Beispiel so eine Forwarding-Logik, die in diesem POX-System bereits implementiert ist. Oder auch die Logik von einem normalen Layer-2-Switch oder von einem Layer-3-Switch oder von einem Router. Da ist schon sehr, sehr viel vorimplementiert, was man dann einfach als Entwickler oder was wir dann später einfach verwenden können. Das Ganze hat ein Web-Interface. Natürlich, wie ich früher schon gesagt habe, gibt es da gewisse APIs, das sind RESTful-APIs und dafür braucht man natürlich irgendeine Art von Web-Server, der da integriert ist. Gut, wie gesagt, das werden wir uns jetzt dann später noch anschauen. Das zweite Stück Software ist Mininet. Und Mininet ist ganz ein spezielles Stück Software. Es ist eine Software, die Software-Defined Networks emulieren kann. Was heißt das jetzt? Natürlich wollen wir nicht immer unsere Netzwerke selber aufbauen in einem großen Netzwerk mit viel Hardware, sondern wir wollen das Ganze auch emulieren können. Und Mininet ist genau dafür prädestiniert. Das Ganze ist Open-Source-Software und wird von der Open Networking Foundation betreut und mitentwickelt. Und man kann da auch verschiedene Topologien bereits vorab definieren. Das werde ich euch später sagen, wie diese Topologien dann ausschauen können. Es gibt ein CLI dazu, also ein Command-Line-Interface. Und ja, es basiert eben auf Process-Based Virtualization und Network Namespaces. So ungefähr schaut das dann aus, beziehungsweise die grafische Oberfläche dazu schaut so aus. Sehen wir aber alles nachher noch. Gut. Und jetzt gibt es eigentlich drei Optionen, wie wir das ganze System oder wie wir so ein System aufbauen können, was ich euch jetzt dann gleich sagen werde. Die erste Option habe ich gewählt. Das ist eine ganz normale virtuelle Maschine, die man sich runterladen kann. Ich habe zum Schluss in den Folien eher die Referenzen drinnen. Da kann man sich diese virtuelle Maschine runterladen und kann das ganze System, was ich euch jetzt dann zeigen werde, ganz einfach testen. Man kann das natürlich auch vom Source installieren und man kann die Pakete selbst installieren und selbst zum Laufen bringen. Da muss man aber immer aufpassen, dass diese Pakete teilweise untereinander nicht ganz kompatibel sind. Deswegen ist die einfachste Variante sicher die virtuelle Maschine. Gut, und das war es eigentlich schon von der Präsentation her. Das sind die Referenzen und eben diese zwei Stücke Software, die ich früher gesagt habe. Und jetzt schauen wir uns einmal die Demo an. Ich hoffe, dass die Auflösung passt, weil damit habe ich nämlich früher Probleme gehabt. Ja, jetzt gehe ich noch in Fullscreen-Modus. Ja, perfekt, super. So, Wireshark ist natürlich jedem von euch ein Begriff. Wireshark ist einfach eine Software, die ich jetzt gleich einmal starten werde, oder vielleicht habe ich es ja schon gestartet, nein, habe ich nicht. Wireshark ist ein ganz normales Stück Software, das im Hintergrund, also jede Art von Netzwerk-Traffic mitsniffen kann und diesen Netzwerk-Traffic dann darstellt. Ich öffne das Ganze jetzt einmal und klicke auf Any, dass jeder Netzwerk-Traffic einmal mitgesnifft wird. Ich lasse das jetzt einfach im Hintergrund laufen und das können wir uns nachher später anschauen, welche Pakete da jetzt hin und her geschickt werden. Gut, als erstes würde ich euch gerne Mininet zeigen. Und dafür, wie gesagt, die virtuelle Maschine hat bereits alles drinnen, die hat den POX-Controller drinnen, die hat Mininet drinnen, also in der Maschine ist alles schon vorbereitet.
Ich gebe einfach einmal ein sudo mn. Mn steht natürlich für Mininet. Und dann schauen wir uns einmal an, was da passiert. Es wird einmal Mininet gestartet natürlich. Und es werden dann gleichzeitig zwei Hosts erstellt. Man sieht da Adding Hosts, Host 1 und Host 2. Dann wird ein Switch erstellt, S1. Und es werden automatisch Links zwischen dem Switch und den Hosts erstellt. Das heißt, man hat da jetzt eigentlich eine ganz triviale Struktur. Man hat einen Switch, man hat drunter zwei Hosts und die sind miteinander verbunden. Und was auch noch ganz wichtig ist, es wird ein Controller erstellt. Weil diese Switches, die man da sieht, sind jetzt keine normalen Switches oder der eine Switch ist kein normaler Switch, sondern das ist bereits ein Software-Defined Networking Switch. Genau, und dann wird der Switch gestartet und was man jetzt in Mininet recht einfach machen kann, ist, man kann zum Beispiel sagen, bitte pinge einmal jeden Host von jedem Host aus. Das heißt, man hat quasi so eine Kreuztabelle, wo jeder Host jeden anderen Host pingt. Und das geht ganz einfach mit ping all. Was man da sieht, der Host 1 hat den Host 2 gepinkt, der Host 2 hat den Host 1 gepinkt. Ist jetzt da vielleicht nicht besonders spektakulär. Man sieht da, es ist 0% gedroppt worden, alles received, also alles gut. Wie gesagt, ist da jetzt nicht so spektakulär. Spektakulärer sind vielleicht andere Topologien. Ich gehe da jetzt wieder raus und starte Mininet einmal mit anderen Parametern. Zum Beispiel, ich sage wieder sudo mn minus minus topo ist gleich. Ring mache ich jetzt nicht an. Obwohl es gehen würde, weil natürlich das Spanning Tree Protokoll haben sie schon mit dabei, also der Controller hat das mit dabei. Der Controller, der da jetzt gestartet wird, ist ein normaler, also ist ein standardkonformer SDN-Controller, was auch immer das heißt. Das wird von Mininet mit implementiert. Später zeige ich euch nachher, wie man unseren POX-Controller verwenden kann und das ist dann ein bisschen interessanter. Starten wir mal die Tree-Topologie. Tree mit vier Hierarchien, also Tree-4. Und was man dann da sieht, ist, es braucht schon ein bisschen länger, es ist schon ein bisschen mehr dabei. Wir haben da jetzt insgesamt wie viele Switches? 15 Switches. Das kommt daher, wir haben, ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben oben einen Switch. Darunter haben wir dann, also jeder Switch hat dann zwei Links weg. Das heißt, darunter haben wir dann zwei Switches. In der nächsten Hierarchie haben wir dann schon vier Switches und in der nächsten Hierarchie haben wir 8 Switches. Kommt das hin? Ja, es kommt hin. Und deswegen haben wir eben diese vier Hierarchien. Und dann in der nächsten Hierarchie haben wir dann die ganzen 16 Hosts. Das heißt, da sieht man dann, man hat da herunten Host 1 bis Host 16. Man hat wiederum einen Controller, also alles gut, und es werden da eben alle Switches gestartet. Wiederum ping all und es werden alle Pings nacheinander gemacht. Schaut da jetzt relativ gut aus. Das heißt, man sieht da, dass alle Pings, dass jeder Host jeden anderen Host erreichen kann. Also alles gut. Was man in Mininet auch noch machen kann, ist, man kann einem Host spezifisch ein Kommando hinschicken. Das heißt, ich sage jetzt dann, der Host 1 soll bitte den Host 2 pingen. Das heißt, ich gebe da am Anfang immer an, wen das betrifft und als nächstes gebe ich ein normales Linux-basiertes Kommando ein. Das heißt, ich kann da eigentlich alles machen. Ich kann dem Host 1 jetzt sagen, er soll bitte Host 2 pingen, schaut gut aus. Ich kann aber auch dem Host 1 oder dem Host 2 zum Beispiel sagen, gib mir bitte deine IP-Adresse. IP-Address und ich kriege da den kompletten Output raus. Das ist eben das Nette und die Power hinter der ganzen Virtualisierung, die da auf dem System steckt. Gut, was kann man noch machen? Etwas, was für Netzwerktechniker ganz interessant ist, speziell wenn man die Performance von Netzwerken evaluieren möchte. Das wäre jetzt nur nicht in der Hierarchie machen, oder ich kann eigentlich auch die Hierarchie machen. Ich kann dem Host, den Host 1 sagen, er soll ein IPerf auf Host 3 machen zum Beispiel. IPerf ist vielleicht einigen von euch ein Begriff. Es wird einfach TCP-Traffic rausgesendet und es wird dann zum Schluss geschaut, wie viel Traffic da durchgeht. Mag ich nicht? Habe ich was falsch gemacht? IPerf ist in dem Fall ein integriertes Kommando in Mininet. Ja, genau. Das heißt, ich sage jetzt an dem Host 1, er soll einen IPerf-Test zu Host 2 machen. Das Ganze wird dann getestet, super, gehen 6 Gigabit pro Sekunde drüber. Ich kann das Gleiche auch mit UDP machen. Das schreibe ich einfach IPerf UDP und mache das Gleiche. Okay, natürlich gebe ich eine Bandwidth mit an von 10 Megabit pro Sekunde. Das gibt es doch nicht. Verkehrt.
iPerf UDP 10 Megabit pro Sekunden von Host 1 zu Host 3. Wird natürlich wenig überraschend, wird alles drüber gehen, die ganzen 10 Megabit pro Sekunden. Jawohl. Dann probieren wir einfach mal aus. Wir haben da früher bei TCP haben wir 6 Gigabit pro Sekunden drüber gekriegt. Machen wir mal 6G. Preisfrage, wird da alles drüber gehen? Nein, geht nicht. Es gehen nur 500 Megabit pro Sekunde drüber. Woran kann denn das liegen? Habt ihr irgendeine Idee? Ich mache das ein bisschen interaktiver, dass ihr nicht einschlaft. Sorry, habe ich nicht verstanden. Nein. Also, wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt und wir haben gesehen, UDP läuft im User Space vom Linux Kernel oder von Linux, TCP läuft im Kernel Space. Und deswegen braucht man dazwischen keine Calls machen und deswegen geht es mit TCP erfahrungsgemäß um einiges schneller. Natürlich ist es bei TCP trotzdem so, natürlich nur dann, wenn die Verbindung gut ist, dass eben. Also wir haben ja bei TCP das Windowing. Wir haben bei TCP schicken wir was raus und dann wird sich die Verbindungsgeschwindigkeit erst nach und nach zu dem annähern, was es eigentlich sein sollte. Und deswegen ist TCP, wenn man schnell am Burst von Traffic rausschicken will, meistens schlechter als UDP. Nur in dem Fall, wenn es ein längerer Traffic ist, ist eben TCP besser, weil es eben im Kernel Space läuft. Gut, jetzt habe ich mal eine kurze Einführung zum Mininet gegeben. Aber mit diesen Topologien, die ich da jetzt gezeigt habe, ist es vielleicht nicht ganz gescheit, dass man immer nur mit diesen Topologien arbeiten kann. Es wäre ja gescheit, wenn man sich jetzt an Selbsttopologien aufbauen könnte. Genau, wenn man da jetzt ein Exit eingibt, dann werden natürlich die ganzen Sachen auch noch automatisch gestoppt. Und für das Erstellen von eigenen Topologien ist es so, dass es einen eigenen Editor gibt. Dieser Editor heißt Mini-Edit und den werden wir jetzt dann aufrufen. Und zwar das sudo, der ist unter Mininet, deswegen ist es eben fein, dass man die virtuelle Maschine verwendet, weil da ist eigentlich alles drinnen, was man so braucht. Sudo Mininet Examples Mini-Edit ist ein Python-Programm und da drinnen erstellen wir uns jetzt einfach unsere eigene Topologie. Wir geben da wieder einen Switch rein. Ganz kurz noch, warum nehme ich diesen Switch da heroben? Ich hoffe, das kann man so einigermaßen lesen. Ja. Warum nehme ich diesen Switch da heroben und nicht den Switch da herunten? Der Switch da herunten ist ein Legacy-Switch. Das heißt, der Switch ist ein ganz normaler Switch, der kein Software-Defined Networking unterstützt. Deswegen nehmen wir diesen Switch da heroben. Ich gebe da zwei Switches rein und ich gebe vier Hosts rein. Die verbinde ich jetzt an. Ja, das habe ich natürlich falsch gemacht. Ich habe da Controller reingefügt und keine Hosts. Das da sind die Hosts. 1, 2, 3 und 4. Verbinde die miteinander. Und verbinde natürlich auch die zwei Switches miteinander. Und was ich jetzt machen kann, ich kann das Ganze zum Laufen bringen. Klick da herunten. Ah, noch etwas. Auch noch ganz interessant, man muss da bei den Preferences sagen, dass er bitte die CLI starten soll, also das Command-Line-Interface von Mininet. Und jetzt dann klicke ich auf Run und sehe da im Hintergrund, okay, es wird alles gestartet. Sehr gut, wunderschön. Machen wir Ping All. Preisfrage, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren? Wenn ich schon so blöd frage, wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Kein Controller, genau. Ich beende das jetzt dann wieder. Sagt da Exit und sagt da Stopp. Füge einen Controller hinzu und verbinde den Controller mit den zwei Switches, die wir haben. Und starte das Ganze noch einmal. Und plötzlich ist alles erreichbar. So, wunderbar. Jetzt haben wir mal unsere eigene Topologie erstellen können. Ich habe aber früher gesagt, dass wir in unseren Forschungsgruppen ganz gern verschiedene Netzwerke mit verschiedenen Gegebenheiten nachsimulieren wollen. Können wir da auch mit dem Mininet. Und zwar basiert das Ganze, was ich euch da jetzt sage, auf dem sogenannten TC. TC ist ein Linux-Kommando, steht glaube ich für Traffic Control. Und da kann man eben für Interfaces gewisse Limitierungen angeben.
Das heißt, ich sage da jetzt zum Beispiel für diesen Link da oben Properties und ich kann da jetzt auch sagen, erstens einmal, wie viel Bandbreite geht drüber, wie viel Delay haben wir da, wie viel Loss haben wir da. Das heißt, ich könnte jetzt sogar Funkstrecke vielleicht nicht, aber LWL-Strecke von Klagenfurt nach Wien simulieren. Das hat ungefähr eine Latenz von, keine Ahnung, 5 Millisekunden oder so. Das Ganze könnte ich da jetzt eingeben. Und was ich noch machen kann, ist, ich kann einen Loss eingeben, zum Beispiel von 20%. Mach das, lass das Ganze wieder laufen, mach wieder Ping All und logischerweise werden gewisse Pakete dann, die gehen einfach nicht durch. Das heißt, das wird als unreachable gekennzeichnet. Bei 20% muss man aufpassen, weil ihr wisst sicher, wie ICMP funktioniert oder wie ein Ping funktioniert. Ich schicke einen Request hin, es kommt ein Response zurück und diese 20% werden natürlich auf beide Richtungen angewendet. Das heißt, im Endeffekt habe ich dann sogar 40% an Loss, weil ich eben beide Richtungen mitnehmen muss. Gut, warten wir das nicht ab. Ihr glaubt es mir wahrscheinlich, dass das nicht ganz so funktioniert. Genau, diese Settings können wir jetzt dann wieder zurücknehmen. Sagen wir wieder Link Options. Aber trotzdem ist der H1 auf H2 dann super durchgegangen. Genau, H1 auf H2 ist super durchgegangen. H1 auf H2 ist durchgegangen, H2 auf H1 ist durchgegangen und H3, gut, so weit sind wir jetzt nicht gekommen, aber H3 zu H4 müsste auch super durchgehen und umgekehrt auch wieder. So, jetzt müssen wir das natürlich wieder beenden. Exit und Stopp. Und geben da wieder 0% rein oder gar nichts rein. So, früher habe ich euch gesagt, das jetzt, was da jetzt verwendet wird, ist eine ganz normale Referenzimplementierung von OpenFlow, von einem OpenFlow-Controller. Wir wollen aber vielleicht unseren eigenen OpenFlow-Controller, in dem Fall POX, zum Laufen bringen. Das heißt, ich gehe da beim Controller auf die Properties. Man sieht da, derzeit wird OpenFlow Reference verwendet. Ich hätte aber jetzt gern einen Remote-Controller. Und über diesen Remote-Controller kann ich jetzt meine eigenen Switching- und Routing-Logiken mit reinbringen. Sagt er okay und in einem anderen Konsolenfenster starte ich einmal unseren Software-Defined Networking Controller. Ich habe da schon ein Kommando vorbereitet und zwar ist das das POX-Programm, wie gesagt, das ist ein Python-Skript, das ist eben dieser Software-Defined Networking Controller und ich sage diesem Controller, er soll jetzt bitte eine normale Layer 2 Learning Switch replizieren oder nachstellen. Was macht der Layer 2 Learning Switch? Er kriegt ein Paket rein. Wenn er nicht weiß, was er damit tun soll, auf Basis der MAC-Adresse, dann flattet er das Paket natürlich auf alle anderen Interfaces raus. Auf irgendein Interface kommt dann ein Client daher, der sagt, jawohl, ich bin diese Adresse und so lernt er mit der Zeit seine ARP-Tabelle aufzufüllen. Und genau das wird da jetzt repliziert. Ich zeige später noch ganz kurz den Code, wie sowas implementiert wird. Dieser Layer 2 Learning Switch, die Implementierung von dem, ist eines der am besten kommentierten Programme, die ich jemals gesehen habe. Also das zeige ich nachher später noch kurz. Gut, ich starte diesen Controller jetzt an und ich starte unser Netzwerk. Und wenn ich das mache, dann schaut es am besten da herunten, was da passiert. Ich sage da Run und gleich am Anfang, wenn diese Switches eben gestartet werden, dann kriegt dieser Controller einmal mit, okay, jetzt ist der Switch verbunden worden und jetzt ist der Switch verbunden worden. Was man da jetzt machen könnte, wenn man seine eigene Switch-Logik oder seine eigene SDN-Logik programmieren würde, man könnte nachschauen, okay, wenn sich der Switch zu mir verbindet, dann schicke ich ihm gleich automatisch ein paar Flow-Table-Entries um, damit er zumindest initial so arbeiten kann, wie ich das von ihm verlange. Das heißt, es ist keine eigene Konfiguration mehr für die Switches notwendig. Der Switch meldet sich an und bekommt die Konfiguration. Wenn er aber irgendein Paket reinbekommt, für das er nicht konfiguriert worden ist, dann fragt er eben beim SDN-Controller nach. So, wir haben da jetzt unsere Topologie wieder gestartet. Wenn ich wieder mein klassisches Ping All mache, dann werden wir da im anderen Fenster sehen, ja, die Switches, die haben da einige Sachen angefragt beim SDN-Controller und der SDN-Controller hat ihm dann eben auf Basis von der Logik, die da implementiert wird, hat sie dann gesagt, mit dem Paket mach bitte das oder mit dem Paket mach bitte das. Also relativ einfache Logik. Gut. Aufgrund der Zeit werden wir da jetzt nicht die ganzen Pakete einzeln durchschauen. Ich möchte aber trotzdem noch kurz im Wireshark das einmal sagen, was da im Hintergrund eigentlich passiert. Und zwar,
Wie machen wir das am besten? Ich mache da jetzt am besten noch einen Ping, und zwar einen Ping von Host 1 zu Host 2. Ja, 1 Ping H2. So, und da hat es jetzt einen, gut, ich beende das wieder. Und da hat es jetzt dann eben anfangs hat's einen Echo-Request gegeben. Und dieser Echo-Request ist jetzt dann nicht nur von Host 1 zu Host 2 gegangen, sondern das Echo-Request ist so, der Switch hat dann dem Controller gesagt, mit dem Echo-Request weiß ich nicht, was ich anfangen soll. Das heißt, er hat es an den Switch an den Controller weitergegeben und der Controller hat ihm dann gesagt, was er da tun soll. Gut, wie früher angekündigt, jetzt sage ich euch noch ganz kurz die Implementierung von dem Controller. Ich beende den da wieder und gehe mal zum POX rein. Da sieht man, POX ist relativ schön aufgebaut. Ist eine recht nette Open Source Software. So, CD POX. Und da sieht man, ich weiß nicht, ob man es da auch sieht, ja. Es gibt einen Ordner, der heißt Forwarding. Und in diesem Ordner Forwarding, das ist eben eins von den Modulen, das ich früher angesprochen habe, in dem Ordner Forwarding, wird drin spezifiziert, welche Arten von Forwarding-Logiken dieser Controller besitzt. Und eines davon ist der L2 Learning. Und jetzt mache ich das einmal auf. L2 Learning. Sehr gut. Und das ist eben, wie ich früher gesagt habe, eines der besten kommentierten Programme überhaupt. Es wird nämlich da unten in den Kommentaren bereits gesagt, was ein L2 Learning Switch normalerweise tut. Das heißt, der ganze Algorithmus von einem L2 Learning Switch ist da unten bereits kommentiert oder ist da unten bereits aufgelistet. Und wenn man dann runterscrollt bei dieser Logik, stehen überall diese Nummerierungen dabei. Zum Beispiel da steht die Nummer 1 dabei. Und da weiß man dann ganz genau, okay, oben dieser Kommentar mit der Nummer 1, da wird gemacht, use source address and switch port to update the address port table. Das heißt, das Ganze, was der Switch machen soll, steht da bereits drinnen. So, ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Auch natürlich mit der Grundeinführung von dem bin ich fertig und würde euch dann bitte um Fragen bitten. Ja, bitte. Aber heißt das dann nicht auch, dass der Switch dann sich nicht mehr nur praktisch mit FPGA-Logik oder mit Schaltkreisen sich nur noch die MAC-Adressen anschaut, sondern tatsächlich das Paket zerlegen muss? Weil jetzt sage ich dem Switch, schau mir TCP-Port an, dann muss er das ganze Paket durchgehen. Mhm, genau. Dass das extra Latenzzeiten use praktisch, auch wenn ich nur Flow-Tables nutze, und das Paket zum Controller schicken und davon kommt. Genau. Also die Frage war, dass eben FPGA, dass eben klassische Switches FPGA-Switches sind und diese neuen Software-Defined Networking-Switches, die müssen das natürlich auch irgendwie machen oder diese Logik muss da auch irgendwie einprogrammiert sein und ob das nachher nicht langsamer ist als die als von klassischen Switches. Ja, das stimmt teilweise. Das, was ich früher gemeint habe mit Off-the-Shelf, ist, derzeit gibt es die Off-the-Shelf noch gar nicht. Also zumindest nicht in der Größenordnung, die man kennt von den klassischen großen Switches. Es gibt ein paar kleine, es hat ein paar Startups gegeben, die eben genau solche Switches gemacht haben, solche Software-Defined Networking Switches, sind aber recht schnell dann wieder keine Startups gewesen. Das heißt, die sind recht schnell wieder eingestampft worden. Deswegen habe ich eben früher gesagt, wir haben bei uns in der Gruppe einfach Computer genommen, haben die Netzwerkkarten reingetan und haben die dann verwendet. Es gibt aber mittlerweile, also das Ganze ist noch ein laufender Prozess, bis das wirklich marktreif wird. Es gibt aber spezielle Netzwerkkarten, die genauso eine Flow-Logik verstehen. Das heißt, die haben wirklich als FPGA, so wie du gerade gefragt hast, die haben wirklich als FPGA eine Logik drinnen, die solche, die Struktur von solchen Flow-Tables, die ich früher gezeigt habe, verstehen. Und das geht natürlich ultraschnell. Das sind zwar derzeit nur Netzwerkkarten mit 4 Ports, so in die Richtung, aber wenn man einfach mehrere von denen in einen Computer reintut, dann kann man auch so einen Software-Defined-Networking-Switch replizieren. Richtig, ja. Wobei man da eben auf die Netzwerkkarten schauen muss, ob die wirklich dieses Flow-Konzept unterstützen.
Viele tun das nicht. Es gibt ein paar Hersteller, Intel zum Beispiel hat mittlerweile recht gute Netzwerkkarten in dem Bereich. Napatec ist der absolute Marktführer. Nur die Netzwerkkarten, die man da kaufen kann, die sind sündhaft teuer. Also, dass es wirklich Switches gibt, die genau das OpenFlow-Protokoll verstehen, das dauert noch eine Zeit. Es sind auch einige Hersteller, die sagen, ja, unsere Switches sind Software-Defined Networking Switches, nur dann haben wir eben das gleiche Problem, was ich früher gesagt habe, sind proprietär. Und auch wenn sie draufschreiben, ja, sie unterstützen OpenFlow, dann machen sie intern eigentlich nur eine Übersetzung von OpenFlow auf ihr eigenes System, was ja auch nichts Schlechtes ist. Nicht unbedingt, weil wenn es einmal in ihrem System drinnen ist, also in ihrer eigenen Struktur drin ist, dann sind sie gleich latenzarm wie eben das, die native Variante. Ja. Wie schauen das auch mit den Controllern, Sicherheitsmechanismen, falls einer ausfällt? Mhm. Gibt es dann auch mehrere Controller, was man verwenden kann? Genau. Genau, also um eben Ausfallsicherheit einer zu bringen, gibt es dann eben, man kann, warte mal, wie funktioniert das? Es gibt ein eigenes Konzept dafür. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, aber es gibt eben das Konzept, dass mehrere Controller in einem Netzwerk erreichbar sind. Ich glaube, das wird sogar noch Round-Robin gemacht. Also die Switches wissen, es gibt da gewisse Controller und die iterieren es nachher einfach durch. Er hinten war zuerst, ja? Bitte. Thema Sicherheit wäre auch so meine Frage gewesen. Ich finde die Idee ziemlich geil, ich habe davon noch nie was gehört. Danke erstmal. Gute Frage. Also Thema Sicherheit, das ist die Frage, wie man verhindern kann, dass im Controller irgendwas reinkommt, was da gar nicht reinkommen soll, beziehungsweise was der Admin nicht gesagt hat. Genau, also ich gebe da die klassische Antwort, die ich in so einem Kreis immer gibt. Wenn das Open Source Software ist, die wirklich eben Open Flow unterstützt, die POC Software, man kann sich den Source Code natürlich anschauen, da kann man davon ausgehen, dass das nicht von extern manipuliert werden kann, wenn natürlich das restliche Sicherheitskonzept passt, eh klar. Aber wenn man jetzt einen kommerziellen Software-Defined Networking Controller nimmt, kann man sowas nie beeinflussen. Man könnte sich, und das haben wir auch schon gemacht, wir haben uns die angeschaut, wie dieser Open Flow Traffic aussieht. Das heißt, was da den Switches eigentlich gesagt wird. Das kann man natürlich machen. Das heißt, man kann mit TCP-Dump so etwas mitsniffen und dann schauen, passt das wirklich, was da rausgeschickt wird. Danke. Bitte. Gute Frage. Also ob die Python-Software produktiv bereits für einen produktiven Einsatz möglich ist oder ob das eher noch eine experimentelle Sache ist. Ich würde sagen, es ist eher experimentell momentan. Es gibt viel größere Software-Defined Network-Controller-Projekte, zum Beispiel Open Daylight ist ein ganz großes Projekt, das auch einen Software-Defined Network-Controller implementiert. Habe ich aber jetzt für da und auch für unsere Zwecke mit Absicht nicht genommen, weil der riesig groß aufgeblasen ist. Es ist ein sehr modulares System, sehr cool, ist in Java implementiert, echt ein cooles System, aber für unsere Zwecke wahrscheinlich viel zu aufgeblasen. Also wenn man wirklich ein produktives System verwenden wollte, dann würde man eher in die Richtung Open Daylight oder Floodlight oder sowas gehen. Bitte. Es braucht nicht jeder Switcher direkte Verbindung zum Controller. Also prinzipiell wird da immer unterschieden zwischen der Control Plane und der Data Plane. In der Data Plane, das ist eher das, was ich gerade aufgezeichnet habe, die Data Plane bestimmt eben, wie diese Daten virtuell fließen und in der Control Plane, das heißt da, wo die Control-Informationen stattfinden, da muss es natürlich schon eine Verbindung, irgendeine Verbindung zwischen Switch und SDN-Controller geben. Muss aber keine direkte Verbindung sein. Ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber man hätte wahrscheinlich in dem Beispiel einen von den roten Links rausnehmen können. Ja. Können wir mal probieren. Probieren wir es einmal aus. Ich starte noch einmal den Controller. Zuerst gehe ich da zurück. Starte noch einmal den POX-Controller. Und wir löschen diesen einen Link einmal raus. Starten das Ganze wieder? Nein, geht nicht. Es hat sich nämlich nur ein einziger Switch angemeldet. Ist eine gute Frage.
Warum das da nicht geht, kann ich so pauschal nicht beantworten, wahrscheinlich eher, weil es nur eine Emulation ist von einem Netzwerk. In einem echten Netzwerk soll es gehen. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber der Theorie nach sollte es gehen. Aber gute Frage, danke. Bitte. Woher weiß denn der Switch jetzt, bei welchem Controller sich überhaupt melden muss? Das haben wir jetzt irgendwo eingestellt, oder? Eben genau durch diese Verbindung. Also durch diese rote Verbindung weiß der Switch, der soll sich bei dem Controller melden. Ist die Emulationssache in dem Fall, genau, ja. Da war, glaube ich, noch irgendwas? Nein? Okay, passt. Gut. Bitte, hinten. Mhm. Und natürlich sehr viel Legacy. Ja. Angefangen von Access-Switches über Gedächtnis-Switches, Bereichsrouter, Firewalls, Intrusion-Verhältnissysteme, alles Mögliche. Ja. Mhm. Angenommen, das wird alles bisher über Command-Line-Config oder diverse Web-Interfaces konfiguriert, weil halt der Hersteller neue oder Windows-Interfaces oder der Hersteller nur Windows-Interfaces zur Verfügung stellt. Ja. Mhm. Dann wird das wahrscheinlich das einmal klaren müssen. Das heißt, ja. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, das existierende Netzwerk, zumindest das gröbste davon, im Mininet abzubilden. Wäre ja Möglichkeiten, das zu simulieren. Wie gehst du damit um, wenn du das einführen willst? Wie würdest du da, wie gäbest du Legacy Devices aus, die halt proprietäre Command-Line-Interfaces haben? Gehen wir mal vom Facebook-Fall aus, nicht Windows-Applikation, sondern auf CLI. Mhm. Wenn ich die Frage nochmal kurz formulieren darf, es gibt ein großes Campus-Netzwerk und wie macht man diesen Schritt in Richtung SDN am besten? Ich würde persönlich immer vom Core weggehen, das heißt vom Netzwerk-Core, da würde ich als erstes versuchen, Komponenten zumindest in die Richtung SDN zu bringen, weil in so einem großen Campus-Netzwerk ist es halt meistens so, und das wird da immer so bleiben, dass die Core-Komponenten irgendwo gesammelt sind, das heißt die Firewall ist irgendwo, es ist wahrscheinlich sogar ein Standort, wo das ist. Ich habe jetzt dieses konkrete Campus-Netzwerk nicht im Kopf, das weiß ich nicht, aber ich gehe einmal davon aus, dass das irgendwo zentral gesammelt ist. Zumindest bei unserem Campus-Netzwerk ist es so. Das heißt, ich würde da immer vom Core weggehen und die Core-Komponenten zuerst versuchen, in Richtung SDN zu bringen. Und da gibt es nämlich jetzt ein anderes Konzept, was da jetzt in der Präsentation leider keinen Platz gehabt hat, das ist die Network Function Virtualization. Man kann nämlich, weil du früher Firewalls und so weiter, so Intrusion Detection angesprochen hast, das wären in Zukunft in so einem SDN-Konzept alles Network Functions. Und diese Network Functions docken an den Controller an und sagen den Controller entsprechend über die Northbound Interfaces, wie das jetzt dann passieren soll, wie der jetzt einen gewissen Traffic behandeln soll, ob er Pakete droppen soll und so weiter. Und aus dem Grund würde ich immer anfangen, im Core die Umstellung zu machen. Draußen können die Legacy Devices ja ruhig bleiben, weil ob da jetzt ein der Trunk-Traffic oder der VLAN-Traffic von der einen Komponente kommt oder von der anderen Komponente, also von der SDN-Komponente oder von der Legacy-Komponente, das ist ihm ja egal. Deswegen immer vom Core weg. Hätte ich persönlich jetzt gesagt. Aber muss man natürlich immer im konkreten Fall sich anschauen. Gut, bitte. Bin ich jetzt dann leider überfragt. Also ob man diese Security oder ob man überhaupt Verschlüsselung von der ganzen Kommunikation, ob sowas mit dabei ist. Ich glaube ja, ich kann es aber jetzt nicht garantieren. Ist mir jetzt dann bei der ersten Frage von früher auch gerade in den Kopf gekommen, eigentlich ist es fahrlässig von mir, dass ich in so einer Community mich einstelle und über das rede und mir vorher nicht Gedanken darüber gemacht habe, ob da die Verschlüsselung passt und so weiter. Ich gehe davon aus, dass es passt. Ich kann es aber auswendig leider nicht sagen. Ja, allerdings. Hin und zurück. Ja, allerdings. Hin und zurück, unverschlüsselt. Geht es dann nämlich nur noch um Linklänge, weil Herr Controller antwortet. Genau, ja. Ja. Ja, das nehme ich fürs nächste Mal mit, das war ein bisschen fahrlässiger. Aber danke für die Frage. Bitte, ja. Ist wahrscheinlich. Für die Hosts ist komplett egal, ob Software-Defined Radio, Software-Defined Network oder Legacy-Switches zusammen. Genau. Die, ich sage, sie sprechen mit einem Switch. Genau.
Genau, den Host ist es komplett egal. Also die Hosts sehen nur den Traffic, den sie sowieso sehen würden. Es passierte im Prinzip auch das Gleiche, egal ob das ein Legacy-Device ist oder nicht, weil es wird ja, so wie wir früher gesehen haben, bei diesem L2-Learning, wird ja dann trotzdem vom Switch rausgeflattet, wenn der nicht weiß, wohin auf welchem Port das Paket geforwardet werden soll. Also es passiert im Prinzip das Gleiche. Der Host sieht überhaupt keinen Unterschied. Was ich euch da früher leider nicht gezeigt habe, ist, dass der erste Ping, ihr kennt das Verhalten ja, dass der erste Ping immer wieder langsamer ist als die darauf folgenden Pings, also die darauf folgenden Ping-Antworten. Und da, wenn man sich das im Wireshark genauer anschaut, dann sieht man recht schön, gut, der erste Ping muss natürlich über den Controller entschieden werden und deswegen ist er langsamer. Und zwar massiv langsamer, also nicht nur so viel langsamer, wie man es von einem klassischen Switch kennt, sondern massiv langsamer. Das heißt, man sieht schon ein bisschen eine Auswirkung, aber nicht auf Protokollbasis, sondern eher auf Latenzbasis. Okay, sage ich, ja. Da steht eine Minute, eine Frage bitte noch. Ein Kommentar für jemanden, der mal ein bisschen auf die Haube schauen will. Ich habe entdeckt, wir haben einen Oberswitch, der einen Stirbgerät gekauft, der BOE kann für WLAN ist. Okay. Und dann haben wir alles auf den installiert und plötzlich hier auf der Command Line, das Kommando Start muss Shell. Das war in Aruba, ich glaube 6100 oder 2000 Serie. Ja. Sehr cool. Man kann sich Sachen schon auch anschauen. Es gibt Hersteller, die lassen einen für die Haube schauen. Da kann man wahrscheinlich sehr viel passen, auch selber machen. Sehr cool. Also die Aruba Switches, die kann man sich auf jeden Fall. Danke für den Hinweis, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja. Wie viele Ports haben die? Das gibt es für die. Wir haben nur 12 Ports, wenn man da auch Access Points haben. Aber cool. Vielleicht können wir da später nochmal drüber reden. Dankeschön. Ja. Danke für die vielen Fragen und danke für die Aufmerksamkeit.